Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Dui Talks und heute mal etwas ganz Besonderes. Diesmal nicht nur eine MP3-Datei, sondern auch ein Videochat im Prinzip, ein Google Hangout. Und ich bin momentan wirklich mit einem anderen Kontinent verbunden, mit Asien. Und deswegen von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Bei dir, Julian, ist es ja ein Nachmittag. Wir haben jetzt zig Stunden Zeitunterschied. Also in dem Sinne, hallo, willkommen Julian beim Dui Talk. Ja, wunderschönen Nachmittag, Thomas. Ja, wie man jetzt da schon hört, also Nachmittag, bei mir ist es da 8.17 Uhr, gerade aufgestanden, ja. Du bist wahrscheinlich dann bald beim Abendessen, ja, und dann beim Schlafen gehen, ja. Wobei gerade in dieser Phase momentan in der Vorbereitung eh sehr viel zu tun ist wahrscheinlich, ja. Klar, aber ja, Nachmittag, gerade so ein kleiner Nachmittagskaffee, ja. Wie man schon von deinem Dialekt hört, du bist ja kein geborener Asiate, sondern du bist Österreicher, ja, und du kommst aus Tirol, ja. Genau, also ursprünglich in Innsbruck geboren, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und bin dann aber mit 16 nach Amerika gezogen und bin dann dort zur Highschool gekommen. Ah, das heißt, du bist jetzt da mit 16 nach Amerika. Wie ist das gekommen? Durch Zufall oder sind die Eltern ausgewandert? Oder? Nein, gar nicht. Ich war immer so ein bisschen so ein Rebell, wenn man sagen vielleicht kann. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ich muss irgendwie was machen, was nicht jeder macht und okay. Ein bisschen anders sein. Und da habe ich mir gedacht, gut, ich will so früh wie möglich weg und meine Eltern wollten mich nicht früher gehen lassen. Und mit 16 dann habe ich sie endlich überredet gehabt und dann habe ich eine neue, unter Anführungszeichen, so eine neue Familie in Amerika bekommen und da habe ich dann gelebt mit denen. Okay, das heißt, du hast ein ganz normales Schulvisum oder so bekommen wahrscheinlich, gell? Ja, genau. Okay, das heißt, du hast noch Highschool gegangen, Basketball dort gespielt, Uni, also Ausbildung, Abschluss, also ja, genau. Okay, und wie war das Leben in Amerika drüben? Ja, das ist, also bei mir war es so, ich bin aufgewachsen, so wie ja, glaube ich, viele Leute, und dann kennt man Amerika eigentlich hauptsächlich nur aus den Filmen. Ich bin ja gereist, also ich war eigentlich nur in Tirol, und also sie kannte, waren die Berge und war nichts da. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Amerika wird sicher so sein wie die Filme, und habe halt große Erwartungen gehabt und bin dann rübergekommen. Ich war in Nashville, Tennessee, das ist im Süden, okay, von Amerika, also Südstaat, und das ist natürlich sehr traditionell amerikanisch. Ja. Ich habe eine super nette Familie gehabt, mit denen ich immer noch viel in Kontakt bin. Es war einfach. Ja, es war einfach ein Riesenschock, weil es war einfach nicht so, wie man es aus den Filmen kennt, sondern es waren einfach viele Vorurteile. Für mich war, also was mich total schockiert hat, war, es hat mich dort, und das ist echt absurd, es hat mich jeder irgendwie so als Nazi angesehen. Und ich okay. Gedacht, das hat doch überhaupt, bitte, das war 2003, oder? Das war, da war so viel Zeit, und für die waren aber so traditionell, und das war so, also ich habe total viel aus der amerikanischen Zeit gelernt. Total viel, was angegangen ist, irgendwie auf Ablehnung von Leuten, Vorurteile, mit neuen Kultur kennenzulernen. Also ich wäre sicher heute nicht der Mensch, wenn ich damals mit 16 nicht in so ein neues Umfeld reingedroppt worden wäre, ja. Okay, aber das sieht man wieder, diese ganzen komischen Zusammenhänge, wie die Vorurteile sind. Was denken die Europäer über die Amerikaner? Was denken die Amerikaner über die Europäer? Also das ist wirklich strange, ja. Ja, nein, total interessant. Also das war halt die Zeit, also ich war drüben, bin rübergegangen, da war es 2002, war genau nach 9-11, also genau nach dem, wo eben die Twin Towers angriffen wurden. Mhm, die Amerikaner sind gerade in den Krieg gezogen in Irak, und das war schon für mich, das war total interessante rückblickend, oder für mich war das echt eine schwere Zeit oft, aber rückblickend war das total interessant, gerade für mich so als Entwicklung, weil ich habe einfach da total viele Sachen so mitbekommen, wie halt so Kultur, wie die halt emotional an dem Ganzen drankangen sind, überhaupt nicht rational. Ja. Das war total emotional, und das war schon interessant, gerade als 16-Jähriger das zu erleben, also das war schon sehr, ja, war prägend, muss man sagen. Ja. Und dann, was hast du studiert drüben? Also das Ziel war eigentlich das, also ich bin drüben zur Uni gegangen und mein Vater drüben, der hat halt irgendwie dann zu mir so gesagt, ja Sohn, was machst du denn jetzt eigentlich? Also so richtig typisch amerikanisch, ja Sohn, was machst du denn jetzt? Und dann sagt er, sag ich so, ich habe eigentlich nicht drüber nachgedacht. Ja, du hast jetzt einen Abschluss, musst jetzt entscheiden. Und dann sagt er so zu mir, du hast zwei Möglichkeiten. Wenn du mich stolz machen willst, dann wirst du entweder Anwalt oder Arzt, alles andere. Okay. Also Anwalt will ich auf keinen Fall werden, da kann ich mich überhaupt nicht damit identifizieren, okay, ich wäre Arzt. Keiner bei mir in der Familie Arzt. Okay. Ja, und dann hatte mich zum, also gibt es in Amerika in der Highschool, gibt es so Student Counselor, heißt das, ist so Schülerberatung, da bin ich dann zu der Dame hin und habe dann zu der gesagt, ja, ich würde gerne Medizin studieren. Die schaut mich so an, ja, was hast du schon für Vorbereitung? Ja, gar nichts. Ich habe gestern entschlossen, ich studiere Medizin. Die schaut mir an und glaubt, ich bin total, oder? In Amerika ist das ja was total Großes, Wichtiges. Und ja, und dann
ist das halt dann, ich habe dann halt voll rein, da wirklich voll reingearbeitet, ich habe viel aufholen müssen. Ja, ja. Und ich bin dann schlussendlich, es ist natürlich dann sehr lustig, ich war dann in Innsbruck im Sommer und habe dann Kitesurfen gelernt. Und das hat mich so getaugt, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt zurück nach Amerika. Und habe aber eigentlich in Amerika Stipendium und alles gehabt, bin dann nicht nach Amerika zurück und habe dann in Innsbruck Medizin studiert. Ah, okay. Und jetzt hast du gerade das Stichwort gesagt, Kitesurfen. Ich meine, Tirol ist bekannt für Skifahren, für Berge. Wie kommt man dann zum Wassersport? Also ich bin auch total dankbar meinem Vater gegenüber. Ich habe mit meinem Papa wenig zu tun gehabt, wie ich, sage ich mal so, vor meiner Pubertät. Da war total viel eigentlich eher meine Mama um mich herum, weil die hat sich um die Kinder kümmert, also ich war Schwester und die hat sich da voll um mich gekümmert. Wirklich wichtige Erziehung, viele Werte mitgeben. Bin total dankbar, weil also gerade so Durchhaltungsvermögen, Zielstrebigkeit, das habe ich alles von meiner Mutter gekriegt. Aber mein Vater, als ich dann aus Amerika zurückgekommen bin, ich war dann eben 17, 18 und da war dann mein Vater, der viel zu mehr nach Italien gefahren ist, der hat dann zu mir gesagt, Julian, komm, du fährst jetzt da mit. So bin ich dann halt in Italien am Gardasee und an der Adria dann zum Kitesurfen gekommen. Okay, okay. Das habe ich voll meinem Vater zum Verdanken und er war der Erste, der mir damals Material gekauft hat. Und das war teuer und das war, dass ich aus reichem Haus komme. Ja. Er hat aber gesehen, okay, das ist, mir taugt das und da hat er mich echt unterstützt. Also das finde ich total wichtig. Das heißt, du hast jetzt in Amerika angefangen, Highschool gemacht, angefangen Medizin studieren, wo jeder gesagt hat, was willst du mit Medizin? Ja. Dann wieder zurück von Amerika und dann hast du dann in Innsbruck dann Medizin fertig gemacht, oder? Genau. Ja. Und in Innsbruck habe ich dann eben der Grund, warum ich in Innsbruck geblieben bin, ich hätte eigentlich zurückgehen nach Amerika, war, es ist relativ interessant, die österreichischen Universitäten sind da relativ flexibel, dass wenn man im Profisport tätig ist und man belegen kann, dass man wirklich für den Staat Österreich, es wird wirklich so getitelt, einen Wert bringt und gleichzeitig aber in der Uni nicht schlechtere Noten hat, dann hat man da so gewisse Freiräume, dass man nicht so alle Stunden da sein muss, dass man ein bisschen flexibler mit den Prüfungen geht. Ah, okay, okay. Und meine Professoren waren da echt cool, also das war, ich meine, das war natürlich verrückt, ich habe dann Anatomie-Präparierkurs gehabt mit den Leichen und ich habe untertags wie halt am Aachensee Kitesurfen und mein Professor hat das gewusst und ich habe zu ihm gesagt, ja nein, ich komme am Abend rein und präpariere die Leiche am Abend, oder? Und ich gehe ins Leichenhaus rein, es ist 2 in der Früh, oder? Eieieie. Im Leichenhaus, oder? Und er glaubt mir nicht, oder, dass ich am Abend reingehe. Er hat halt irgendwie geglaubt, jemand anderer präpariert die Leiche für mich oder so. Und er kommt einfach um 2.30 Uhr in der Nacht einer hin. Ich habe mir gedacht, ich stirb an einem Herzinfarkt. Also das ist wie so ein Studentenfilm da, wo man die... Also das ist so, wie so ein Druckdenk, oder? Ey, es ist so wahnsinnig. Und das Lustigste war dann, ich habe dann gesagt, nein, ich möchte unbedingt Tutor werden. Und er sagt zu mir, hey, ob ich total spinne, bin nie da und was will ich jetzt Tutor sein? Und ich sage, nein, ich bin mir 100% sicher, ja, andere Studenten, die was gerne in der Nacht präparieren. Und wenn er mir einen Schlüssel gibt, dann kümmere ich mich um die. Nein, ich finde niemanden, der um 12 in der Nacht präpariert. Hey, das musst du dir vorstellen, das hat sich ja überhaupt keiner gedacht. Es waren total viele Leute, die Hauptberuf, die irgendwas anders gemacht haben und halt nebenbei studieren wollten oder Mütter, die sich dann eben untertags nicht kümmern konnten. Ich habe, glaube ich, mindestens 15 Registrierungen gehabt innerhalb kürzester Zeit. Und das war für mich halt total gut, weil ich dadurch im Wissen total aufgegangen bin, obwohl ich nicht untertags in der Uni sein habe müssen, sondern eben untertags Kitesurfen haben können. Ja, das war, also, muss ich sagen, viele Zufälle, aber ich würde jetzt nicht sagen Glück, sondern einfach, ich habe halt echt versucht, ich habe halt jedem erklärt, was ich vorhabe, was ich machen will und die waren begeistert und die wollten mir das halt nicht verhindern, oder? Und dann so ist es halt dann vorangegangen, ja. Aber das ist genau dieses Sprichwort, das kennst du eh, beim Reden kommen die Leute zusammen. Also man muss ja nur richtig kommunizieren, ja. Und dann ist es fast nie ein Thema. Und was hast du noch aus dem Kitesurfen dann weitergemacht? Oder wie lange hast du noch studiert? Und wie lange ist das gegangen? Genau, also ich habe dann ganz normal studiert, also ich bin mit 18 angefangen, ich bin dann 2004 immatrikuliert, ich habe dann 2010 promoviert, habe dann einen medizinischen Doktortitel gekriegt, habe dann immer die ganze Zeit kitesurft und dann war halt eben so der Scheidepunkt, was mache ich jetzt? Und ich habe gewusst, ich war damals 24, kitesurfen, ich war zwar richtig gut bezahlt, aber ich habe gewusst, ist ja Sport auf Zeit. Das ist jetzt etwas so wie bei uns, wo man sagt, als Fußballer, man kann auch noch mit 35, 36, wenn man richtig gut ist, richtig Geld verdienen. Sondern ich wusste, das geht jetzt nur ein, zwei Jahre und dann muss ich was Richtiges machen und anfangen. Ja, ja, ja. Und ich habe dann im Krankenhaus angefangen arbeiten auf der Unfallchirurgie. Hey, und ich habe innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, das ist nicht das Richtige für mich. Das war für mich so 70-Stunden-Wochen. Ich habe da einfach Sachen gesehen,
Ich bin ein total sensibler Mensch, das hat mich total mitgerissen. Oder? Ich habe da Leute gesehen, die sind in meinem Alter, die haben plötzlich ins Unterbein weg. Oder? Und die waren davor irgendwie Sportler und plötzlich haben die kein Unterbein mehr, also kein Schienbein mehr gehabt. Mhm. Das war für mich, das hat mich so mitgenommen. Und im Studium, weißt du, jeder sagt zu mir, ja sag mal, spinnst du, oder? Du hast das studiert. Und jetzt kannst du kein Blut sehen und dann. Für mich war das total anders, oder? Ja. Was mich interessiert hat. Und ja, und dann war ich mit 25 und dann habe ich mich halt umorientiert und bin eher ins Geschäftsleben eingestiegen. Ja, kannst du dir vorstellen, wie das meine Mutter damals gefreut hat, als der Sohn nicht mehr Arzt ist, oder? Das war schon eine schwere Zeit. Ja. Okay, okay. Aber wenn du jetzt gesagt hast, Kitesurfen gut bezahlt, wie kann man da verdienen jetzt da? Also, wenn das jemand hört und der ist Sportler, dann, also ich kann halt den wichtigsten Tipp, den ich immer gebe, ist, man muss sich immer in die anderen Personen oder in die anderen Firmen reindenken. Mhm. Wenn ich als Sportler da bin, dann ist immer das Ziel für mich ja klar, ich würde gern gute Ergebnisse haben im Sport oder ganz oben sein und viel reisen. Also bei mir war halt Reisen, ich wollte da viel reisen. Ich bin 10 Jahre lang durch die ganze Welt gereist. Durch Kaiser. Mhm. Aber das Wichtigste war halt, ich habe mir überlegt, wenn ich das will, ich muss irgendwas geben. Mhm. Meine Firmen, was wollen die? Die wollen Umsatz, ist klar. Und ich habe damals einen Vertrag halt ausgehandelt und der hat mir im Prinzip unter Anführungszeichen alles ermöglicht, dass ich am Umsatz bei einer Firma in den neuen Märkten beteiligt worden bin. Mhm. Das war eine französische Firma und ich bin dann halt in ganz Asien unterwegs gewesen, ich war in ganz Südamerika unterwegs, viel in Amerika und ich war halt an den Umsätzen. Ich habe das halt klipp und klar so gemacht, wenn ich viel Marketing mache, wenn ich viel Produkte rauskriege, wenn Leute viele Kites kaufen, viele Boards kaufen, kriege ich da einen hohen Mitschnitt. Mhm. So war das halt, auch wenn Kitesurfen per se sehr niedrig bezahlter Sport ist, ich habe halt immer unter Anführungszeichen immer so ein bisschen die Option, eine, so ein bisschen den Weg umrum genommen und das hat mir halt da total viel ermöglicht. Ja. Okay, nein, das klingt ganz gut. Also hast du da schon deine unternehmerischen Fähigkeiten zum Spiel oder ins Spiel gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also mein allererstes Mal, das ist eine Geschichte, da bin ich fast von der Schule geflogen in Innsbruck. Das war in der Unterstufe im Gymnasium. Da sind wir draufgekommen, wie in jeder Schule, das Café verkauft die Sandwiches so teuer oder die Pausenbrote. Und dann habe ich mit einem Freund von mir, mit Peter, haben wir die Pausenbrote dort verkauft, indem wir sie beim M-Preis in der Masse gekauft haben, oder? Und dann haben wir innerhalb von 3 Wochen oder so, haben wir fast die ganze, also fast die ganze, das Café in der Schule, haben wir fast bankrott gemacht, dazu umgekommen sein. Aber das war dann, also es war ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, weil da bin ich mit dem Direktor gesessen und ja, das war so, warum ich dann weg wollte irgendwie. Also im Rückblicken, oder? Das war eine der besten Sachen, aber es war ziemlich einschneidend, also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber beim Kiten habe ich das halt richtig ausspielen. Ja, 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 aber das ist wieder jetzt eine gute Geschichte, weil da sieht man jetzt, da alle Unternehmer haben irgendwie so gewisse Zusammenhänge, dass sie relativ früh schon begonnen haben, etwas unternehmerisch zu tun. Weil ich damals mit 10 Jahren, da habe ich den ersten Computer daheim gehabt, so eine eigene Formel-1-Zeitschrift gemacht. Ja? Und im Prinzip habe ich nicht einmal selber geschrieben, ich habe nur das Cover von der Zeitung hergenommen, die Fotos ausgeschnitten, eine neue Überschrift. Und dann waren es 3-4 Seiten, habe ich aus Karton so einen Verkaufsstand gebaut und beim Müllstand, weil da ist die meiste Frequenz, du musst dir schauen, wo gehen viele Leute hin, ja, habe ich das dann hingehängt mit einer Sportdose von der Bank, ja, wo sie die Schillinge reinschmeißen haben können. Ja. Der ganze Verkaufsstand ist nur 2 Tage gestanden und hat dann der Papa abmontiert, weil das darf man ja nicht. Ja. Aber diese Zusammenhänge sind so witzig, wo wir Unternehmer relativ früh anfangen, gewisse Dinge zu tun. Ja. Also das finde ich grenzgenial. Ja. Glaubst du, das fragen mich ganz viele Leute, glaubst du, dass du das hier drinnen gehabt hast am Anfang oder glaubst du, dass das irgendwie durch deine Erziehung oder durch irgendwelche Einflüsse gekommen ist? Das fragen mich nämlich total viele Leute. Also ich glaube, dass es ein gewisser Teil Erziehung ist, dass man so selbstständig denkt, weil meine Mutter hat immer gesagt, du musst die Arbeit sehen. Also ich darf dir nichts sagen, bitte mach das, du musst es sehen, bevor ich es dir sage. Also das fällt mir so spontan ein. Und dann natürlich, du musst einen Willen haben. Und ich glaube, es gehört schon ein bisschen das Naturell auch dazu, dass du als Person passt. Ja? Also wenn ich jetzt da anschaue, ich bin auch der Älteste von 2 Geschwistern, die haben im Prinzip die gleiche Erziehung bekommen. Ja? Also da muss schon ein gewisses Gen, würde ich jetzt da nicht sagen, aber ein gewisses Interesse, glaube ich, dabei sein. Ja, ja, ja. Also ein guter Punkt. Ja, ja. Aber viele Leute, die waren es da nicht immer, ob das
also mit deiner Mutter, das finde ich interessant, das ist ein guter Punkt. Ja. Ja, also es gehört schon Erziehung auch dazu, ja, und dass man dann gewisse Freiheiten, glaube ich, dann hat, etwas auszuprobieren, auch wenn dann der Rüffel kommt, das darfst du so nicht, ja, aber das ist normal, ja, und durch diese ganzen Dinge lernst du, oder auch eine andere Geschichte, ich habe mich schon immer für Finanzen interessiert, deswegen war ich dann wahrscheinlich auch 8 Jahre in der Finanzdienstleistung, ja, aber das Witzige ist da viel interessanter, ich war in der Volksschule Kassier, in der Hauptschule Kassier, in der Pfarre war ich Kassier, bei der Feuerwehr war ich Kassier, dann da war der Job 8 Jahre lang in der Finanzbranche und jetzt bin ich bei unserem Lions Club seit 5 Jahren Schatzmeister, was im Prinzip auch Kassier ist. Ja? Also anscheinend vertrauen mir die Menschen immer das Geld an, aber das nicht schon seit 2 Jahren, sondern seit, jetzt bin ich erst 34, jetzt kann ich sagen, seit über 20 Jahren. Ja? Jetzt kann ich bald schon so, jetzt kann ich bald so ein Logo machen, since 1995. Ja. Ja. Finde ich echt interessant. Ich rede echt mit vielen schlauen Leuten weltweit, oder? Und auch jetzt eben mit dir. Das ist immer, kommen immer so die gleichen Schemata hoch. Also ja. Aber wie du vom Skysurfen dann weg bist, das heißt, du hast einen super Vertrag gehabt, hast deinen Umsatz mitverdient. Und was hast du aus dieser Zeit dann mitgenommen? Weil jetzt da tust du nur zum Hobby Skysurfen wahrscheinlich, oder? Also ich habe voll, nein, also ich tue es nur mehr zum Hobby. Also ja. Ich bin jetzt immer nur mit den gleichen Firmen befreundet und Anführungszeichen und ich kriege immer nur mein Material, dass ich das selber nutzen kann. Ja. Aber das ist halt einfach mal, das ist eine jahrelange Freundschaft, die halt da aufgebaut wird. Ja. Was ich hauptsächlich mitgenommen habe, das war so, ich muss sagen, leider erst eher am Ende von dem Ganzen, dass ich habe ganz am Ende vom Kitesurf mal ein Buch geschrieben, ist im Kitesurf-Bereich so wirklich das Buch, was sich jeder kauft, das nennt sich Kitesurf Trictionary. Okay. Und was ich schade gefunden habe, das habe ich einfach, mir hat das damals keiner erklärt, ich habe das nicht gewusst. Ich hätte es vielleicht eher so in der Mitte von meiner Kitesurf-Karriere schreiben sollen. Mhm. Und ich habe das deshalb nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, boah, das ist so viel Aufwand, das kostet mir so viel Zeit, da komme ich nicht zum Kiten, ich könnte so viele andere Sachen jetzt machen, könnte so viel mehr verdienen jetzt. Und es war echt alles, wo ich so richtig verstanden habe, was ist nicht skalierbares Einkommen und was ist skalierbares Einkommen. Also okay, ja. Einkommen nicht passiv. Ja. Hätte ich das früher verstanden, dann hätte ich das vielleicht besser kombiniert. Ja. Weil für mich sind zum Beispiel die monatlichen Einnahmen, die ich durch mein Buch heute noch habe, hey, die sind so, dass ich heute noch davon leben könnte. Und das ist schon unglaublich, wenn ich mir das vorstelle, das ist jetzt fast 4-5 Jahre her, wo ich das geschrieben habe. Das ist schon relativ fantastisch, oder? Und ich hätte es halt damals eigentlich nur besser ausschlachten können. Das war so das Hauptding, was ich mitgenommen habe. Na klar, ich habe heute nicht den Drang, viel reisen zu müssen. Ich war wirklich, es gibt, glaube ich, nicht, wo ich nicht war. Also ich war halt im Kitesurfen überall, also außer wo halt irgendwie kalt und schneelig. Außer in Innsbruck heute, in der Heimat. Also das ist so mein Hauptding, was ich halt so mitgenommen habe. Also das hätte ich schon, wenn ich zurück, also das fragen mich viele Leute, hätte ich was anders gemacht? Das wäre so mein Hauptding, was ich anders gemacht hätte. Und das ist eh gerade erwähnt, skalierbares Einkommen, sprich passives Einkommen, ja. Und ich habe ja vor ein paar Wochen mal einen Podcast produziert, so mit dem niemand über passives Einkommen erzählt, ja. Weil die Geschichte ist immer das, auch wenn du jetzt ein passives Einkommen hast, die Frage ist immer, wie viel Geld bleibt bei dir? Und wie viel reinvestierst du wieder? Was sagst du denn da dazu, zu dem Thema? Weil auch wenn du jetzt, 10.000 Euro im Monat kriegst, wenn du 12.000 ausgibst, bist du trotzdem pleite. Genau, also ich bin ja da total ein großer Fan. Also heute zum Beispiel, ich gebe nie mehr aus als 50% von dem, was ich verdiene. Nie. Also okay, okay. Teilweise, das ist sicher einschneidend und viele Leute verstehen das aber mir oft nicht. Mhm. Es ist total oft, dass die Leute, die wissen, ich verdiene jetzt nicht schlecht, ich bin jetzt nicht reich, ich verdiene nicht schlecht. Aber die Leute wissen, dass sie gut verdienen. Und dann fragen sie, ja, warum gehst du denn jetzt heute nicht aus? Und sagen, das ist mir jetzt teuer. Dann sagen sie, das verstehen sie nicht. Oder? Ja, ja. Das ist sagen, nein, ist bei mir jetzt im Budget nicht drin. Dann sagen sie, ja, das verstehe ich nicht. Ja, das ist. Und dann sagen sie, aber das gibt es ja nicht. Dann sagen sie, ja, nein, weil ich gebe zum Beispiel diesen Monat nur XYZ aus und das ist die Hälfte von dem, was ich einnehme. Viele Leute, glaube ich, sind halt da total radikal. Und ich hab ein Buch gelesen, da war ich relativ jung, das war zufällig, dass ich das gelesen habe. Das ist. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, ich habe das auf Englisch gelesen, das heißt Der reichste Mann von Babylon. Gibt es auf Deutsch, ja. Okay, also ist eines der wirklich krassesten, genialsten Bücher, die was ich halt damals gelesen habe. Ja. Er sagt halt immer, du sollst 10% deines Goldes sparen und also im Prinzip das 10% des Geldes, was du verdienst. Und ich habe das halt damals angefangen und bin immer höher mit dem Prozentsatz drauf. Also so wie du sagst,
eben, also ich finde halt wahrer Reichtum oder eben finanzielle Freiheit, wenn man sagen kann, ist, dass man halt weniger verdient, als wie mehr verdient, als wie das man ausgibt. Ja. Wenn man das verdienen nicht mehr arbeiten muss, dann ist es halt perfekt. Und deswegen eben reinvestieren. Also ich schaue immer, dass ich 50%, das ist viel, es ist sicher nicht möglich für viele Leute, aber ich würde immer sagen, mal 10% schafft jeder. Ja, ja, na, das definitiv. Und das Witzige ist, ich habe ja auch das Buch Der reichste Mann von Babylon gleich in der Bibliothek daneben stehen. Und mir ist es ja auch nicht immer so gut gegangen, ja. Und du lernst immer aus diesen Höhen und Tiefen im Leben drinnen. Und das Interessante war ja, dass ich genau aus dem Buch rausgekommen habe, wenn man es da Verbindlichkeiten hat, wie viel davon sollst du für Verbindlichkeiten verwenden? Ja? Und ich wirklich meine, ich bin halt so Excel-Junkie auch noch so nebenbei, dass ich dann meine Umsätze mitplanen. Und da habe ich genau drinnen, wie viel Monatsumsatz war und prozentuell, wo geht was hin. Ja? Das natürlich, jetzt bin ich noch in Österreich, aber was ist jetzt dafür Sozialversicherung, was ist für Steuer, was ist für die Foundation, sprich für Spenden und so weiter, was kann ich wieder reinvestieren? Ja? Aber das muss man machen als Mensch. Ja? Nur das Interessante ist ja, in den Schulen wird es nirgends gelehrt. Ja? Ja, ich habe ja, also ich habe ich halte ja nachher eher ein Webinar über das, aber ich habe da relativ oft bei uns in Asien habe ich über das gesprochen, weil das ist ja in Asien, ist ja die Schulausbildung wird ja total hochgelobt. Also, ja. Ja, also Schulausbildung ist ja wichtiger als alles andere. Mhm. Ich habe halt zu den Leuten immer gesagt, also gerade bei uns in Hongkong, habe ich immer gesagt, es ist zwar gut, dass du gute Schulausbildung hast, oder? Aber es gibt für mich gibt's noch einmal ganz wichtige Sachen und da habe ich immer so drei Sachen gesagt, die was die Leute meiner Meinung nach vor allem lernen sollen, oder? Das allererste eben, dass sie verstehen müssen, was skalierbares Einkommen ist, wie sie das kriegen. Mhm. Also, dass sie halt so schnell wie möglich nach der Reihe das aufbauen können. Und wenn man ehrlich ist, über 10 Jahre, wenn man das sauber macht, über 10 Jahre, ist man, ich will nicht sagen perfekt, aber ist schon relativ fair unterwegs. Also, mhm. 10 Jahre, das ist meistens so völlig okay. Und wenn das jeder mit 20 anfangen wird, dann wären die Leute heute so wie 29, 30 und sagen wir mal schon sehr... Ja, okay. Ja. Nein, das stimmt. Super wichtig. Ja, nein, weil du es da gesagt hast, Asien, jetzt muss ich mal so sagen, in Innsbruck geboren, dann nach Amerika, dann wieder nach Innsbruck zurück, fertig studiert, nach Italien runter Skysurfen lernen, dann weltweit unterwegs und jetzt da in Asien, in Hongkong. Wie geht das? Wieso in Hongkong zum Beispiel? Ich habe mir gedacht, okay, gut, Berg habe ich gesehen, Schnee habe ich gesehen, Strand und Meer. Ich den habe ich so eine große Stadt. Dann habe ich gedacht, gut, ich will irgendwie eine große Stadt. Ja, und dann hat sich Asien so als der Zukunftskontinent, hat sich auch unternehmerisch für mich dann angeboten. Also es sind viele Vorteile da. Es ist steuerlich, braucht man nicht drum rumreden, ist immer interessant, aber es ist ja einfach so von der ganzen Verknüpfung, der was man in der Welt halt hat, total. Ich bin jetzt 3,5 Jahre da, was ich in 3,5 Jahren genetworked habe, Leute getroffen habe, schlaue Leute von der ganzen Welt, das ist unglaublich. Also bin echt ziemlich, also ich bin glücklich. Also das, ich glaube, in Innsbruck, wenn ich in Innsbruck geblieben wäre oder irgendwo in einer kleineren Stadt, ich hätte wahrscheinlich nicht das Potenzial ausschöpfen können, das ich jetzt da in Aachen ausschöpfen kann. Ja, das definitiv. Das heißt, die Zeiten ändern sich sowieso. Ich komme auch von einem Bauernhof und da ist ja nicht mehr so dieses Denken da drinnen, das hat man jetzt und das passt und da bleibt man. Ja. Ich bin ja schon ein bisschen ein Revoluzer, weil ich jetzt da 80 Kilometer woanders wohne und nicht in der Heimatregion drinnen. Nicht? Oder wie ich viel unterwegs war mit den Seminaren, Vorträgen, wo dann so der Blick ist und für das bekommst du bezahlt, da tust du nur Geschichten erzählen und herumkaspern. Ja. Aber das sind halt Dinge, die, ja, das ist halt dann anders. Ja. Und ich war 2011 in Hongkong und ich muss sagen, also Hongkong ist wirklich eine richtig coole Stadt. Also da würde ich echt sagen, also da würde ich sicher auch aushalten. Ja. Allein von der Lebensqualität her und so weiter. Ja. Also es ist sicher, ich bin jetzt 3,5 Jahre da, ich glaube nicht, also ich muss jetzt schauen, was wir nächstes Jahr machen, hier meine Freundin. Ist nicht so ganz klar, was ich mache. Ich weiß nicht, ob ich in Hongkong bleiben werde. Jetzt vor allem mit dem Buchstart und so, also das wird sicher mehr international wieder. Ja. Irgendwann ist halt, es ist halt wirklich eine Stadt. Also mehr Stadt als Hongkong kriegst, glaube ich, vielleicht nur in New York, vielleicht in Singapur, aber sonst kriegst du nicht mehr Stadt, oder? Ja. Das wäre vielleicht immer wieder nett. Weniger Stadt. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, dein aktuelles Projekt, ja, das Buchprojekt, wie heißt der Buchtitel? Buchtitel heißt, auf Deutsch heißt er 25 Geschichten, die ich am Jüngeren selbst erzählen würde. Ja. Geht um 25 Geschichten, die ich am Jüngeren selbst erzählen würde. Gibt es jetzt aber zurzeit nur auf Englisch. Ja. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall auch auf Deutsch. Die Idee dahinter ist eben einfach, dass dadurch, dass ich so viele Wendepunkte in meinem Leben gehabt habe, wo in diesem Wendepunkt
nach vorne schauend, war das die dümmste Entscheidung in diesem Moment. Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, wie dumm kann es sein, dass man in Amerika ist, eigentlich perfekte Stipendien hat für die Top-Unis in Amerika und dann geht man, nutzt man das nicht, sondern geht Kitesurfen. Ja, aber das... Ja. Bitte. Nein, red weiter. Ja, nach vorne blickend war das so das Dümmste, was man machen kann. Und ich glaube, dass halt viele Leute in so Situationen drinnen sind, wo sie innerlich wissen, das ist der richtige Weg für mich, aber von draußen prasseln diese ganzen Dinge ein. Mach das nicht, mach was Sicheres, sei nicht blöd, komm, das ist doch die dümmste Entscheidung deines Lebens. Und ich glaube, dass viele Leute durch diese 25 Geschichten, die wirklich von A bis Z gehen und auch viel von da, was wir jetzt reden, die Leute inspiriert, dass sie sagen, ja, weißt du was, ich höre jetzt mal auf meine innere Stimme. Das hat schon mal jemand vor mir gemacht. Das funktioniert. Ich bin nicht der Wahnsinnige, der alleine das nur macht. Oder? Ja, ja, ja. Das will ich halt mit dem Buch erzielen, dass eben diese Geschichten, und ich nenne es wirklich Geschichten, es ist so, zu jeder Geschichte sind immer drei Lektionen, die ich mitgelernt habe. Also ich schreibe dann immer drunter, was sind die drei Lektionen. Aber eben das Wichtigste, so wie du davor gesagt hast, die Geschichten sind das, die hängen bleiben. Ja, ja. Die Lektionen per se, die sind halt zu trocken, dass sich die Leute das merken. Also ja, ja, ja. Das ist halt das Ziel von dem Buch. Ja, nein, das Interessante ist ja, wenn man es auch aus der jetzigen Situation diese Entscheidung nicht versteht, später versteht man es dann. Ja? Weil, ich sage mal so, jetzt hast du erzählt, du bist von Amerika weg, hast einen super Stipendienplatz gehabt mit allem drum und dran, gehst dann wieder zurück nach Innsbruck. Ja? Aber wenn du diese Entscheidung da nicht getroffen hast, wirst du gar nicht zum Skysurfen kommen, weil der Vater dich sicher nicht nach Italien mitgenommen hätte, wo du das... Verstehst? Also das ist das, was mich so am Leben fasziniert, was sich dann danach alles entwickeln kann. Ja, ja, es war ja, also es war ja, die Geschichte vor Amerika war ja noch krasser. Da habe ich mir ja, also damit ich den Medizinplatz bekommen, habe ich ja für einen Intelligenztest lernen müssen in Amerika. Okay. So standardisierte Intelligenztests, zum Beispiel einer heißt SAT, also S-A-T. Mhm. Das ist ein rein standardisierter Test und da musst du im Prinzip nichts anderes können als entweder Mathe, also Mathe, das habe ich aber immer gut können. Ja. Und das Zweite ist, du musst viele Vokabeln in Englisch können. Und ich war natürlich Englisch, okay, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, mal bitte, das ist meine zweite Sprache, oder? Ja, ja. Das ist ein Hochintelligenztest in Englisch. Was habe ich da an? Ich habe 3 Monate lang das englische Wörterbuch auswendig gelernt. Okay. 3 Monate lang und ich bin fast wahnsinnig geworden, weil ich meine, lerne mal ein Wörterbuch oder... Die sind ja wirklich schwierige Wörter da drinnen. Ja, ja. Und ich habe das 3 Monate lang da und die Leute haben mich immer ausgedacht während den 3 Monaten, ich spinne total. Und ich habe dann ihr perfekten Testscore gehabt, die waren unter die Top 1% in Amerika oder so, und deswegen habe ich das Stipendium gekriegt. So, und jetzt musst du dir vorstellen, alle Leute lachen über mich in diesen 3 Monaten und sagen zu mir, was ich für ein Vollspinner bin. Dann habe ich ein gutes Testresultat und dann nutze ich es nicht. Jetzt kannst du dir vorstellen, die was mich 3 Monate lang ausgelacht haben, auch noch zu hören kriege, ob ich eigentlich ein Vollspinner bin. Ja. Und okay, und um jetzt die Geschichte über fertig zu ziehen, ich habe da bestimmte Lerntechniken gelernt, gerade über, da gibt es ganz interessante Sachen, das nennt sich vor allem Memory Palaces, also dass man so Erinnerungspaläste aufbaut und so, dass man das leicht merkt. Und da gibt es ganz spezielle Techniken und ich habe das halt damals gelernt. Und ohne dem hätte ich gar nie Kitesurfen und Medizin gleichzeitig machen können. Wäre gar nicht gegangen, weil dieser Zeitaufwand gar nicht möglich gewesen ist. Und da ich aber so viel schneller lernen kann als die meisten Leute, und es ist nicht, weil ich so schlau bin, ganz im Gegenteil, es sind einfach Techniken, die man lernen muss. Und ich habe das halt gelernt und kann dadurch viel schneller lernen als der normale Mensch, unter Anführungszeichen. Könnte aber jeder machen. Die Leute lernen es so nicht. Und dadurch haben wir Medizin und Kitesurfen gleichzeitig machen können. Ja. Gott, damals, ist es, wo ich mir dachte, die haben voll recht, über 3 Monate meines Lebens verschwendet, oder? Und danach hätte ich aber gar nicht Medizin gelernt, weil es kapazitätenmäßig gar nicht gegangen wäre. Ja, aber im Prinzip, was sind 3 Monate im Vergleich zu einem Lebensalter von, weiß ich nicht, 80 Jahren? Ja, wenn du es jetzt hernimmst, 80 Jahre. War damals 17. Ja, sicher. Na, echt cool. Und jetzt da bist du eben komplett selbstständig, machst Beratungen, glaube ich, in Hongkong, ja? Viel auch, genau. Ja. Ganz viel in Asien, viel in Thailand auch, weil ich halt da die letzten Jahre viele Kontakte aufgebaut habe. Genau. Also ich mache ganz interessant, ganz nette Projekte. Das sind Wohltätigkeitsprojekte in Afrika, habe ich das auch. Eben Beratung für afrikanische Startups, afrikanische Firmen, die habe ich da über Hongkong kennengelernt. Okay. Und das ist aber alles kostenlos. Und da sind circa 3 Stunden die Woche, da machen wir Skype und das ist total interessant. Also das ist so nett, oder? Ich habe da zum Beispiel eine Firma, die machen so eine Fischzucht, das sind junge Unternehmer, ganz jung, oder? Und die wollen in der Fischzucht aufbauen. Und da geht es halt um, also das ist so, ich weiß, das erinnert mich halt so, als wie ich eben 12 war. Ja. Und halt da
das tut mir halt im Herzen gut, oder? Und die Leute sind hungrig, die wollen halt, also jetzt nicht hungrig im Physischen, sondern hungrig im Mentalen, weiter, oder? Und also, ja, und das, ja, das macht mich halt schon, also ich will, das Wichtigste ist halt für mich, ich will immer zurückgeben, oder? Und ja, das ist genau das. Da gibt es ja diesen Buchtitel auch von Adam Grant. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Prinzip von Geben und Nehmen. Ja? Und der unterteilt die Menschen in drei Kategorien. Der erste ist der Geber. Ja? Der mittlere ist der Tauscher. Der gibt nur dann etwas, wenn er etwas wieder zurückbekommt. Ja? Und der dritte ist dann der Nehmer. Ja? Und dann sagt natürlich der Adam Grant in Studien, sagt er, wer glauben Sie, ist ganz oben bei der Karriereleiter? Der Geber, Tauscher oder Nehmer? Ja? Und natürlich denkt man intuitiv, ich auch, ja? Der Nehmer ist ganz oben, der spricht, der über Leichen geht. Ja? Und dann sagt er, Nehmer ist, genau, der Nehmer, der Geber ist ganz unten. Und dann denke ich immer für mich persönlich, super, Thomas, bist wieder mittendrin, machst immer alles anderen recht und schaust, dass alles läuft, aber selber vergisst auf dich. Ja? Und dann sagt er, und wer glauben Sie, ist ganz oben? Ja? Und ich denke mir, ja, der Nehmer. Und dann sagt er, nein, es ist wieder der Geber oben. Und dann denken wir, wieso, why? Ja? Und dann hat er natürlich eine simple Erklärung, weil der Tauscher und der Nehmer gehen über Leichen. Das heißt, dass du mit dem wieder irgendwann ein Geschäft machst, ist relativ gering. Ja? Aber weil der Geber so ein super Typ ist, wirst du mit dem immer wieder etwas machen. Ja? Nur das Problem ist, dass es halt nicht auf kurzfristig geht, sondern nur langfristig funktioniert. Ja? Das heißt, du erkennst die Früchte erst in ein paar Jahren, nicht nur kurzfristig. Ja? Also das ist natürlich eine tolle Erkenntnis für mich persönlich gewesen, ja, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe meinen Weg mit meinen Werten genauso weiter und habe mich ja deswegen in der Vergangenheit dann von gewissen Unternehmen getrennt, nichts mehr weiter dann, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Ja? Und das ist das Tolle in der heutigen Zeit als Unternehmer, da musst du nur wissen, wie du arbeitest. Ja? Weil wir machen jetzt da Google Hangout, ich sitze in der Steiermark um 8 in der Früh, du in Hongkong beim Nachmittagscafé, dazwischen sind tausende Kilometer, ja? Und trotzdem können wir miteinander kommunizieren. Ja? Vollkommen. Ja. Ich glaube auch, das ist, also du sagst total richtig, also mit Geben und Nehmen, hey, ich finde das so super. Also ich glaube, heutzutage, oder, nach dem Wissen, also ich sage zwar viele Leute, heute ist Wissen Macht, ich glaube, dass es immer weniger wird, weil Wissen ist heute schon so etwas, so leicht zu bekommen. Ja, also, ja, wenn ich ja, ja. Oder? Irgendwie, wir haben ein Problem jetzt, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt da ins Google rein und innerhalb von 5 Sekunden bin ich mir fast zu 90% sicher, dass ich die Antwort weiß. Ja, was, ja. Was der Knackpunkt ist, ist eben, den Wert, den man Leute gibt, die Netzwerke, die man aufbaut, die Beziehungen, die man hält, oder? Und ich sehe das total, also das, was du da jetzt gerade sagst, das resoniert damit mir total. Aber ich muss also sagen, das, was du jetzt da gesagt hast, ist grenzgenial. Wissen ist zwar Macht, ich sage immer so, angewandtes Wissen. Weil heute, so wie du sagst, du kannst alles googeln. Wenn du was wissen willst, nimmst du das Smartphone her, googelst rein, hast sofort die Antwort da. Die Frage ist dann aber, was machst du mit dem Wissen? Das ist die Geschichte dann. Ja, setzt das dann um. Ich habe jetzt am Dienstag so eine Projektbesprechung gehabt, wo es um ein Charity-Projekt geht. Gell? Und dann ist halt wieder das Thema gekommen, Zeitpläne, Timetables, wann machen wir was und so weiter. Da sage ich leider, wir können so viele Zeitpläne machen, wie wir wollen. Ja? Wenn ihr nichts tut, dann wird der Zeitplan auch nicht halten. Ja? Weil dann werden wir in 2 Wochen sitzen und sagen, was hätten wir im Mai gemacht? Haben wir nicht gemacht, müssen wir nächstes Jahr anders machen. Und ich weiß auch schon bei der Firma, nächstes Jahr wird genau wieder das gleiche Thema genauso kommen, weil wieder nichts passiert ist. Also das sind immer diese ständig. Also ich glaube, da suchen Menschen Ausreden, ja, damit sie irgendeinen Vorwand dann haben, damit das ist halt nicht gegangen. Ja, also grenzgenial. Ja. Wir sind jetzt... Ja. Ja, also ich bin jetzt echt gespannt auf dein Buch, also ich werde mir das auf alle Fälle auch runterladen und bestellen dann. Englisch ist für mich eh kein Thema, vielleicht können wir noch reden, wenn wir das im deutschsprachigen Raum dann gemeinsam machen. Ja. Gerne. Meines ist ja schon auf Englisch, ja. Genau. Das, und das ist genau wieder das. Deutsch und Englisch hast du aber beides schon fix fertig. Genau, genau. Ja, ja. Nein, also ich sage mal so, der deutschsprachige Raum ist interessant, aber Englisch ist einfach die Weltsprache, ja, und damit erreicht man einfach noch mehr Menschen, ja. Bevor wir also zum Abschluss kommen vom Do-It-Talk, habe ich so eines aufgeschrieben, nämlich den meinen Do-It-Tipp. Ja? Also in allen Gesprächen, die ich bis jetzt da geführt habe, ist zum Schluss immer so dieser Do-It-Tipp gewesen. Was möchtest du meinen Zuhörern, jetzt nicht nur Zuhörern, sondern das erste Mal Zusehern, ja, mitgeben? Viele Leute fragen mich, also was du mir da fragst, ist echt eine super Frage. Ich kriege eine Frage oft und die Frage ist, was ist etwas, was ich in meinem Leben von jemandem mitgenommen habe,
das, was mir persönlich am allermeisten gebracht hat. Und das ist etwas, das hat der Jim Rohn immer gesagt, das ist, du bist der Durchschnitt von die 5 Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist so etwas Kraftvolles, wenn man sich das ehrlich überlegt. Man ist der Durchschnitt der 5 Leute, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und my do it wäre, für jeden, der das sich jetzt anschaut, zuhört, ist, man soll sich mal die 5 Leute aufschreiben, mit denen man die meiste Zeit verbringt, Frau, Freundin, Kind, Arbeitskollegen, ganz egal, damit man sich mal vergegenwärtigt, dass man wirklich dieser Durchschnitt ist, egal ob das jetzt das Einkommen ist, ob das Gesundheit ist, ob das Nichtraucher, Raucher, Sportler, Nichtsportler, ganz egal. Und dann sollte man sich echt überlegen, will man etwas an sich selber besser machen, dann ist der einzige Weg, dass man diesen Durchschnitt dieser 5 Leute erhöht. Und dadurch, dass man die 5 Leute nicht erhöhen kann, ist schlussendlich einfach die größte Frage, sind die Leute, nicht alle 5, sondern ist vielleicht eine Person oder 2 Personen, kann man vielleicht da eine andere Person reinholen, die genau das, was man hat, schon hat und dadurch den Durchschnitt erhöht. Zum Beispiel, wenn man aufhören will rauchen und man ist gerade Raucher und alle 5 Leute sind auch Raucher, dann wird es unwahrscheinlich sein, dass man aufhört zu rauchen. Aber wenn man eine Person reinbringt, die schon mal nicht raucht, die wird sich beschweren, wenn man neben ihr raucht, und dann wird es halt besser. Oder man ist übergewichtig und will abnehmen. Man holt eine Person rein, die in der Früh immer laufen geht. Ja, und schaut, dass man irgendeine Verbindlichkeit mit der aufbaut, dass man mit der mitlaufen geht. Und das ist mein Tipp, oder? Schau, wer sind die 5 Leute um dich rum? Bring gute Leute um dich rum. Leute, die einen hohen Durchschnitt haben. Und dann, glaube ich, dann sind die Grenzen, also da gibt es keine Grenzen. Ja, aber das unterschreibe ich da sofort, spitzenmäßig. Ja, toller Do-It-Tipp. Das war es jetzt dafür den neuen, für den aktuellen Do-It-Talk. Ich sage vielen Dank nach Hongkong, nach Übersee. Und in dem Sinne viel Erfolg, Julia, und wir hören uns dann sowieso. Dankeschön. Danke, Thomas. War eine Freude.